So, liebe Freunde, heute ist der Tag, wo ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, denn ich bin immer noch geflasht von der Leistung der beiden Männer hier, von Alex und Vitali. Denn die ganzen Tage, wo die beiden trainiert haben, sich intensiv und hart vorbereitet haben, haben sich gelohnt, denn das, was ich heute gesehen habe, war wirklich alles auf den Punkt gespielt. Stuntfight, die Technik, das Spiel. Ich bin mega glücklich über das, was die beiden Männer hier geleistet haben. Und ich freue mich unfassbar auf den Schnitt und diese Szene, diese Kampfszene, die beiden jetzt hier auf die Beine gestellt haben, die wird wirklich gut. Und ich bin wirklich immer noch sprachlos und freue mich wirklich, die beiden in meinem Team zu haben. Und ich glaube, jeder von euch beiden, Alex und Vitali, glaube, ihr solltet auch noch etwas dazu sagen, denn das ist der Dreh, auf den habt ihr euch sehr gefreut, intensiv und hart vorbereitet. Und jetzt wart ihr von Anfang bis zum Schluss, habt ihr den ganzen Prozess mitgemacht. Und wie ich schon gerade gesagt habe, ich bin unglaublich stolz auf eure Leistung, auf euch. Denn jetzt habt ihr gezeigt, dass man all diese Dinge, die ich angesprochen habe, zu 100% umsetzen kann. Das ist einfach nur mega. Vitali, ich gebe an dich weiter. Ich bin ganz rot geworden, ne? Ich glaube ja. Ja, was soll man sagen? Heute war wirklich für mich persönlich der anstrengendste und schwierigste, aber auch schönster. Und also so viele Emotionen, die ich gerade habe, kann ich alle gerade gar nicht ausdrücken. Also es hat Spaß gemacht, es war aber auch anstrengend. Man hat gemerkt, die Konzentration lässt nach. Dann hat Robert einen wieder reingebracht. Alex und ich haben wirklich gut zusammen gespielt. Wirklich wie so ein Tanz war das zwischen uns beiden. Wie mein Tanzpartner. Ja, wir haben uns gut vorbereitet, wirklich gut vorbereitet. Wir haben für die Szene wirklich viel gemacht und ich hoffe, sie wird euch gefallen. Ja, ansonsten, ich kann nur Danke sagen ans ganze Team, Respekt ans ganze Team. Alle haben durchgezogen und wir haben es wirklich gut hinbekommen. Wirklich gut. Und natürlich riesen Dank an Robert. Vielen Dank, ich bin fertig für heute. Ja, bei mir ist es genauso wie bei Vitali, mir fehlen auch die Worte, weil die ganzen Emotionen. Also, würden wir das Ganze alleine trainieren, ausdenken, ohne jetzt Robert, ohne seine Tipps, hätten wir das niemals so gut hinbekommen, weil der hat die ganze Zeit von der Seite zugeschaut und gesagt, das könnte noch besser, hier macht er noch den Fehler. Hier lässt die Konzentration nach. Willst du das Geld jetzt haben oder soll ich dir später geben? Später. Und, aber wie auch schon Vitali gesagt hat, wir haben an vier Tagen dafür richtig schön vorbereitet, immer 2 bis 3 Stunden lang. Wir waren jedes Mal kaputt, aber mit dem Tag, mit jeder Stunde wurde es besser und besser. Und heute hier beim Stuntfighting haben wir gesehen, dass es sich lohnt, dafür richtig sich vorbereiten. Und ich bin richtig glücklich, dass wir einander nicht verletzt haben. Es gab heute absolut keine Komplikationen. Alles lief nach Schnürchen. Und das habe ich, wie gesagt, erstmal Robert und natürlich selbstverständlich Vitali zu verdanken. Zum Abschluss, im Stuntfight, gerade wenn es um den Körpertreffer und den Körperkontakt geht,
lassen sich die Verletzungen niemals vermeiden. Ich glaube, das wisst ihr da draußen, wenn man sich zum Beispiel das Making-of oder die Outtakes von Jackie Chan oder Jason Statham anschaut, dann weiß man, wie viele Verletzungen man davon tragen kann. Aber durch die richtige Technik, durch die gute Vorbereitung kann man diese Verletzungen natürlich minimieren. Und ich werde euch in den weiteren Videos dann auch zeigen, wie man diese Verletzungen minimiert. Wenn man auf das Timing achtet, wenn man sich Zeit genommen hat in der Vorbereitung, dann kommt man einfach zu dem Ergebnis, was die beiden Jungs heute abgeliefert haben. Und zum Abschluss, ich freue mich riesig auf diese Szene. Das wird eine tolle Folge und ihr könnt gespannt sein, denn dieser Fight wird richtig gut. Bis dann. Also Leute, schaltet ein. YouTube-Fight.